Die iOS 18 Beta ist schon eine Weile verfügbar. Eine der unterhaltsamen Funktionen ist Music Haptics, mit der das iPhone im Rhythmus der Musik vibriert. Damit soll vor allem tauben oder schwerhörigen Nutzern eine neue Möglichkeit geboten werden, Musik zu erleben. Sobald diese Funktion aktiviert ist, kannst du sie beim Musikhören in Apple Music erleben. Allerdings gibt es derzeit einige Fehler mit dieser Funktion. Möglicherweise findest du diese Option nicht mehr, nachdem du sie in den Einstellungen aktiviert hast, oder du kannst sie nicht mehr deaktivieren. Wenn dieses Problem auftritt, kannst du den Bildschirm nach oben wischen, um zur Liste der Apps zu gelangen und dann die Einstellungen schließen. Öffne erneut die Einstellungen und gehe zu Bedienungshilfen, um die Option wieder zu finden. Allerdings verschwindet die Option, sobald sie ausschalten und zurückkehren. Um sie zu aktivieren, öffne die Einstellungen erneut. Wenn es immer noch nicht funktioniert, können das iPhone neu starten. Halte die Leiser-Taste und die Seitentaste gedrückt. Slide zum Ausschalten. Halte dann die Power-Taste gedrückt, um dein iPhone neu zu starten. Dann kannst du zu den Einstellungen gehen und die Funktion Musikhaptik aktivieren. Wenn diese Funktion immer noch nicht aktiviert werden kann, wird sie von dem Gerät nicht unterstützt. Da Apple keine Liste der unterstützten Geräte zur Verfügung stellt, besteht die Möglichkeit, dass diese Funktion auf iPhone 11 nicht funktioniert. Viele Nutzer gaben an, dass sie diese Option nicht finden konnten. Derzeit ist die iOS 18 Beta nicht stabil. Wenn du also das Upgrade auf die iOS 18 Beta bereust, zeige ich dir die beste Lösung, nämlich ein Downgrade deines iPhones von iOS 18 auf iOS 17, damit du deine iPhone-Daten nicht verlierst. Zunächst muss ein Backup erstellt werden. Schließ dein iPhone an den Computer an und erstelle ein Backup deiner iPhone-Daten mit iTunes oder Finder. Nach Abschluss des Backups kann Reiboot über den Videobeschreibungslink heruntergeladen werden. Verwende Reiboot, um dein iPhone zu downgraden. Klicke auf Downgrade, wähle dann die Version aus, auf die du downgraden möchtest, und lade sie herunter und installiere sie. Der gesamte Vorgang ist sehr einfach. Sobald der Download fertig ist, klicke auf Downgrade starten. Das Zurücksetzen dauert etwa 10 Minuten. Während des Downgrades müssen wir das iPhone-Backup anpassen. Da die iOS-Version nach dem Downgrade anders ist, musst du Änderungen vornehmen. Drücke die Tasten Win und R, gib dann %UpData% oder %User-Profile% ein und drücke die Eingabetaste. Suche dann die iPhone-Backup-Dateien nach diesen zwei Pfaden. Wenn du ein Mac-Benutzer bist, kannst du das Backup direkt im Finder öffnen. Finde die Informationen. Plist-Datei in der Liste der Backups. Klicke mit der rechten Maustaste und bearbeite sie mit Editor. Drücke dann die Umschalt- und die F-Taste. Gib die Produktversion ein. Darunter befindet sich die gesicherte iOS-Firmware-Version. Du musst diese Version in die iOS 17 ändern. Schließe und speichere es dann. Gut, das iPhone-Downgrade ist nun fertig. Jetzt zeigt es das iOS 17-System. Dann richte dein iPhone ein. Wähle auf der Seite Übertragen Apps und Daten die Option Daten von Mac oder PC wiederherstellen. Stelle dann die Daten auf dem Computer mit iTunes wieder her. Nachdem die Datenübertragung beendet ist, kann das iPhone verwendet werden. Damit ist das Downgrade von iOS 18 auf 17 auf dem iPhone fertig. Nun, hier geht es um iOS 18 Music Haptics. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und besonders über ein Abo.